Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Falls ihr heute zum ersten Mal dabei seid, mein Name ist Jenny und falls ihr wieder eingeschaltet habt, freue ich mich sehr, euch wiederzusehen. Heute werde ich euch meine 10 Liebsten zu Bett gehen oder abends auf der Couch einfach rumhängen, entspannen, relaxen, Düfte sozusagen zeigen, die ich am liebsten dafür benutze. Wir werden heute keine starken Parfüms hier haben, was eigentlich ja so meine Kategorie ist, aber die nutze ich natürlich nicht, wenn ich wirklich ins Bett gehe oder abends einfach relaxen will. Und dafür habe ich heute dieses Video gemacht. Wenn es euch interessiert, bleibt bitte dran. Und falls ihr noch nicht Mitglied unserer bestehenden Parfümfamilie hier seid, vielleicht überlegt ihr euch, meinen Kanal zu abonnieren, um noch mehr so Art von Videos sehen zu können. Ansonsten fangen wir an und ich zeige euch meine liebsten 10. Den ersten, den ich euch zeigen will, ist Narciso und das ist der Poudré. Mag ich pudrige Düfte? Hin und wieder schon, nicht immer. Aber diesen hier zum Beispiel habe ich sehr lange und sehr oft sehr gerne benutzt. Und er gibt mir wirklich so ein bisschen dieses Gefühl von Entspannung, Ruhe. Also er ist sehr angenehm, sehr pudrig, Leute. Der hat wirklich was von richtigem Puder-Puder. Ja, also so dieses Puder, wenn ihr Make-up-Puder aufmacht, der hat so eine leichte Note. Wir haben Jasminrose, Orangenblüte, aber der riecht gut. Moschus, Vetiver, Zeder und Patchouli. Das Patchouli hier ist definitiv wahrnehmbar. Es ist auch ziemlich stark. Der ist erwachsen. Das ist wirklich kein jugendlicher Duft, finde ich. Der ist sehr erwachsen, Patchouli-lastig, Jasmin-lastig, Rosen-lastig. Die Orangenblüte habe ich kaum. Also er ist wirklich pudrig, schwer pudrig. Ne? Schwer pudrig, aber trotzdem gibt er mir sowas wie so einen Samtumhang. Ja? Also so ein kuscheliger Samtumhang. Sehr angenehm für meine Nase. Ich liebe ihn. Einzigartig finde ich. Ich habe keinen anderen, der wirklich so riecht wie der. Eigentlich mag ich den weißen Narciso, den Original, am liebsten. Nicht den Musk, sondern den ganz normalen Originalen, den allerersten. Das ist mein Liebling. Den habe ich aber zurzeit nicht mehr da. Meiner ist nämlich leer. Werde ich mir aber irgendwann nochmal zulegen. Aber der hier, wie gesagt, den nutze ich wirklich sehr, sehr oft zum Schlafen. Er bringt mich runter, er relaxt mich total und ich liebe ihn. Zum Schlafen liebe ich ihn absolut. Übrigens sehr langanhaltender Duft. Also der hat wirklich eine sehr gute Sillage und eine Haltbarkeit von definitiv 6 bis 8 Stunden auf jeden Fall auf meiner Haut. Narciso Poudré. Den nächsten, den ich euch zeigen will, kennt ihr aus meiner Kollektion wahrscheinlich schon. Und zwar ist das Rose Magnetic von Essential Perfumes. Und zwar ist das bei Sophie Labbé. Das ist ein Nischenduft. Leute, der, ich habe den schon reviewed für euch. Der ist wirklich so ein oriental-blumiger, aber der riecht einfach nur wie diese Rosen, die ihr im Blumenladen, im großen Strauß vor euch stehen seht. Und wenn die riechen, dieser Geruch, so leicht angefeuchtete Rose, das ist einfach das konzentriert in einer Flasche. Nichts anderes. Also ich nehme wahnsinnig frische, tolle Rose wahr. Das ist wirklich, als hättet ihr so einen Strauß Rosen ständig um euch rum und ihr riecht es ständig. Hat eine richtig gute Sillage, also das ist ein halber Raumfüller am Anfang. Der hält auch relativ gut, also 6 bis 8 Stunden auf jeden Fall. Ich liebe den, Leute, nach dem Duschen. Das ist ein Gefühl, also hier ist Rose, türkische Rose, Litchi, Grapefruit, Tonkabohne, Vanille, Minze und Zedernholz. Die Minze kann man ein bisschen wahrnehmen. Aber wenn ihr mich fragt, was rieche ich? Ich rieche eine frische, nasse Rose. Und zwar ein Rosenbouquet. Wirklich, ich habe noch nie einen Rosenduft erleben dürfen, der so frisch nach Rose riecht wie der. Das ist keine altbackene Rose, keine pudrige Rose. Nichts von alledem. Frische, frische Rosenblätter, Blüten, was ihr wollt. Einfach ein Strauß rote Rosen und richtig duftende rote Rosen. Ich liebe ihn zum Schlafen. Ich finde ihn wunderbar. Nach dem Duschen aufgetragen. Gibt nichts Schöneres. Ich liebe ihn. Rose Magnetic Essential Perfumes.
Den nächsten, den ich euch zeige, den ich auch nach dem Duschen wahnsinnig gern auftrage, ist eigentlich eher ein Sommerduft, aber ich mag ihn eben so zum Schlafen, für zu Hause, nach dem Duschen absolut gerne. Dolce & Gabbana L'Imperatrice Nummer 3. Ihr kennt ihn wahrscheinlich, ich habe ihn euch auch schon gezeigt. Das ist für mich so eine Kiwi-Wassermelonen-Bombe, sehr süß, aber ich kann jetzt auch nicht sagen, dass der so süß ist, dass es irgendwie zu viel ist. Überhaupt nicht. Ja, das ist wirklich so dieses Mischmasch zwischen Melone, Kiwi, schwarze Johannisbeere ist drin, Rhabarber haben wir drin, Veilchen, Moschus und Sandelholz, viel mehr ist es nicht, aber ich rieche wirklich Wassermelone, Kiwi, so ein Splash von diesem Obst, wirklich, er ist sehr fruchtig, also wenn ihr fruchtige Düfte nicht so mögt, wird das für den einen oder anderen zu fruchtig sein, ich finde ihn trotzdem wahnsinnig elegant und frisch, frisch, frisch und nach der Dusche den aufgesprüht, ich liebe ihn. Die Haltbarkeit von dem ist so, naja, also ich würde sagen 4 Stunden etwa, stört mich aber nicht. Abends nach dem Duschen reicht mir das völlig aus. Ich habe dieses frische Gefühl und er macht mich so ein bisschen glücklich, fröhlich und es ist so ein richtig fröhlich Duft. Gute Laune Duft und finde ihn ganz, ganz toll. Auf jeden Fall, also für mich ein absolutes Must-Have, wenn ich mich abends auf die Couch begebe. L'Imperatrice Nummer 3 von Dolce & Gabbana. Der nächste habe ich euch auch schon mal gezeigt, ist ein Nischenduft und zwar ist das von Il Perfumo Fleur de Bambou. Das ist der schönste Bambus, Bambusblüte, alles was so in diese Richtung Bambus, wenn ihr wisst, wie das riecht, oh, der ist so gut, Leute, der ist wirklich wahnsinnig toll. Also der ist also im Prinzip frischer, fruchtiger Bambus. Das ist das, was ich rieche. Viel mehr nehme ich auch nicht wahr. Aber der gibt einem so ein Spa-Gefühl. Also wisst ihr, wenn ihr so mal auf einer Massage wart oder irgendwie, wenn ihr da in diese Räume reinkommt, riecht das immer so. Das riecht wirklich so nach Spa, Wellness. Und dieses Gefühl gibt es mir. Von Entspanntheit, wenn dann noch diese leise Musik irgendwo im Hintergrund spielt, ihr kennt das bestimmt auch, so eine Hotstone-Massage oder irgendwie sowas. Und das ist das, was der mir gibt, zu 100%. Und deswegen für mich einer der besten Relax-Düfte, die ich habe überhaupt. Der ist wirklich relativ stark. Der strahlt wirklich, also der ist ja, der strahlt wirklich. Die Sillage ist sehr, sehr groß. Die Haltbarkeit ist mega, mega gut. Also wirklich 8 Stunden auf jeden Fall. Aber der bringt mich wirklich runter, entspannt mich und gibt mir dieses Spa-Gefühl. Für mich der ultimative Relax-Duft überhaupt. Fleur de Bambou von Il Profumo, falls ihr den noch nicht kennt und ihr Bambusdüfte liebt, ein absoluter Must-Try. Den nächsten habe ich euch auch schon gezeigt und hatte damals euch schon gesagt, dass der für mich ein absoluter Relax-Duft ist. Shiseido Zen. Der ist für mich wirklich Entspannung in einer Flasche. Wahnsinnig toller Duft. Fruchtig, blumig, frisch. Ach Leute, der ist richtig gut. Bergamotte, Ananas ist hier drin und die Ananas gibt ihm diese leichte Frische. Wahnsinnig toll. Grapefruit, Pfirsich, Rose ist drin. Lotus, roter Apfel, Veilchen, Moschus, eine Note Weihrauch, was ich toll finde, weil dieser Weihrauch gibt mir so ein bisschen dieses mystische, entspannende. Also wirklich, das ist so ein absoluter auch Wellness-Duft, Entspannung pur. Die Haltbarkeit von dem ist super, also 6 Stunden auf jeden Fall. Den sprühe ich wirklich sehr, sehr oft. Auf den habe ich meistens so, wenn mein Tag wirklich sehr, sehr anstrengend war und ich möchte echt was so wirklich zum Runterkommen, wo es mir eigentlich auch egal ist, ob ich ihn jetzt so gerne rieche, weil manchmal habe ich so Tage, dann sprühe ich irgendwas auf, was ich sehr gerne riechen möchte an mir. Den hier nehme ich wirklich, wenn ich sage, so, jetzt ist Schluss, jetzt habe ich Feierabend, Füße hoch, auf die Couch oder auch zum Schlafen, der relaxt mich wahnsinnig, bringt mich runter. Shiseido Zen. Toller, toller Duft, Leute.
Finde ich auch sehr gut als Unisex tragbar, muss ich sagen. Den können auch Männer sehr, sehr gut rocken. Ich finde den ganz, ganz toll. Der nächste. Etro Vicolo Fiore. Über den hype ich ja ständig. Ihr kennt den schon. Der ist bei mir fast in jeder Hall irgendwie dabei, weil es einer meiner liebsten Düfte ist. Das ist die Sonnencreme in der Flasche und der macht mich wirklich glücklich, Leute. Also wenn ich duschen gehe und sprühe den auf, ich fühle mich einfach irgendwo am Strand, am Meer. Es gibt mir dieses Holiday-Gefühl und Entspannung und ich glaube, weil ich den so mit Urlaub verbinde, der riecht für mich einfach megamäßig nach Urlaub. Da ist Veilchen drin, Pfirsich, Wasserlilie, Rose, Moschus, viel Vanille, Mandarine, Iris ist drin und die rieche ich auch. Aber wenn ihr mich fragt, was rieche ich? Ich rieche pure Sonnencreme. Sonne, Strand, Urlaub, das ist das, was ich rieche. Wahnsinnig gute Haltbarkeit, Leute. 10 Stunden und aufwärts auf meiner Haut. Das ist die Eau de Parfum-Version. Es gibt auch die Eau de Toilette-Version. Ich habe aber immer nur das Eau de Parfum gehabt. Deswegen kann ich nur das sagen. Sillage, wunderbar. Also der ist wirklich, der strahlt. Den habt ihr, ihr riecht euch selber und ich finde das wundervoll. Ich fühle mich frisch, frisch geduscht und entspannt und Sommer, Sonne und im Winter jetzt benutze ich den noch lieber zum Schlafen, weil er mir einfach dieses Gefühl gibt, so der Sommer ist noch irgendwo da. Vicolo Fiore von Etro, ganz, ganz toller Duft. Der nächste, den ich euch zeigen will, gehört nicht zu meinen Lieblingen, aber er ist in meiner Kollektion und ich finde, zum Schlafen gehen mag ich ihn. Ich weiß, viele werden jetzt sagen, was? Sowas nimmst du zum Schlafen? Ja, für mich ist er aber nur da tragbar, weil ansonsten mag ich ihn nicht. Und zwar ist es Mon Guerlain von Guerlain. Ich weiß, es ist einer der gehyptesten Düfte überhaupt für die Frau. Ich weiß, er ist sehr weiblich, er ist sehr edel. Ihr seht, ich habe ihn in meiner Kollektion aus diesen Gründen. Und ich muss auch ehrlich gesagt gestehen, am Anfang mochte ich ihn mehr, aber viel benutzt habe ich davon nicht. Und ich habe mich auch nicht getraut, eine größere Flasche zu kaufen, wie ihr seht. Und es ist ein holziger Orientaler. Aber für mich doch, die hat diese pudrige Note. Da ist Lavendel, Bergamotte, Iris, Jasmin, viel Rose, Sandelholz, Vanille, Harz. Und ich glaube, womit ich nicht klarkomme, ist die Lakritze in diesem Duft. Hat Lakritze und Patchouli. Und diese Mischung zwischen Lakritze und Patchouli ist für mich ein Hauch altbacken. Dieser Duft ist für mich wirklich für eine sehr erwachsene Frau. Ich weiß, er riecht an vielen anderen sehr gut, aber für meine Nase hat er eben irgendwie etwas Altbackenes. Okay, er ist nicht frisch genug, er ist nicht jugendlich genug vielleicht, aber deswegen ist er heute mit dabei. Zum Schlafen gehen, habe ich bemerkt, benutze ich ihn doch hin und wieder mal, weil ich finde ihn sehr angenehm. Er ist wirklich mega angenehm, aber er hat diese pudrige Note, sehr, sehr weiblich, Leute, wirklich, er ist weiblich, keine Frage. Aber er wird nie zu diesen Düften zählen, wo ich jetzt sage, oh, 10 for life oder irgendwie sowas, ja. Ich könnte sehr gut auch ohne ihn, aber ich finde, er hat es verdient, auf jeden Fall für die Leute, die ihn mögen. Er ist absolut Entspannung pur, finde ich sehr angenehm. Wirklich, ich bin von dem für die Nacht sehr angetan. Ja, aber wirklich nur für die Nacht. Ich trage den nie, nie, nie tagsüber. Wird nie mein Tagesduft werden oder sonstiges. Aber trotz allem, man muss es ihm lassen. Er hat eine sehr schöne Sillage. Und eine sehr gute Haltbarkeit. Das auf jeden Fall. Also an die 6 bis 8 Stunden sogar nehme ich ihn wahr. Aber er ist mir ein Hauch manchmal zu pudrig und ein Hauch zu erwachsen. Ich will gern sagen, altbacken. Mon Guerlain von Guerlain. Der nächste, meine große Liebe, Byredo Blanche. Byredo Blanche ist für mich der ultimative Nach-dem-Duschen-Duft. Das gibt mir dieses frisch geduscht Gefühl für die nächsten 3, 4 Stunden und ich habe ständig das Gefühl, ich bin gerade eben aus der Dusche raus.
Leute, ich finde den einfach toll. Der ist Rose, Pfeffer, Aldehyd, Neroli, Moschus, Sandelholz. Das riecht nach einer chemischen Reinigung, nach frisch gereinigten Laken, Bettwäsche. Das ist das, was der mir gibt, aber wahnsinnig toll. Und ich fühle mich, wenn ihr dann noch ein frisch bezogenes Bett habt und diesen Duft, das ist für mich Perfektion überhaupt. Ich habe dann manchmal so dieses Gefühl, ich bin irgendwo im Hotel. Alles ist frisch, frisch, frisch. Und dieser Duft gibt mir dieses Gefühl. Deswegen liebe ich den zum Schlafen gehen. Das ist wirklich, also von allen, die ich euch heute gezeigt habe, mit der Nummer eins, den ich zum Schlafen nutze. Ich liebe ihn, Leute. Die Haltbarkeit ist megamäßig. Der hält und hält und hält. Also 6 bis 8 Stunden, bis ich eingeschlafen bin. Und dann ist es mir sowieso egal. Aber er begleitet mich wirklich sehr, sehr häufig zum Schlafen. Byredo Blanche. Der vorletzte ist auch einer, mit dem ich so immer so hin und her. Es ist eine Hassliebe. Coco Mademoiselle von Chanel. Das ist wirklich eine Hassliebe. Leute, mal liebe ich ihn, dann rieche ich ihn und denke mir so, oh, der ist doch eigentlich toll. Was hast du denn? Und dann ist es wiederum so hin und wieder, dann rieche ich ihn und denke mir so, nee, also heute nicht. Und so ist er immer so ein bisschen so ein Hin und Her. Ich glaube, bei ihm habe ich dasselbe kleine Problem wie bei Montguerlain. Diese zwei Düfte sind für mich so ein bisschen, haben so den gleichen Vibe. Sie sind, ja, also das ist hier ist ein blumig-orientaler, hat wahrscheinlich fast jeder schon von euch gerochen. Orange, Bergamotte, Rose, viel Jasmin, Ylang Ylang, eine gute Portion Patchouli, Moschus, Vanille, Vetiver, Tonkabohne. Und trotzdem ist er sehr erwachsen. Er ist sehr weiblich, er ist wunderschön. Männer lieben ihn über alles, einschließlich meinem Ehemann. Der findet den auch wahnsinnig toll. Und der fragt mich immer, sag mal, Jenny, was hast du denn? Das ist ein wunderschöner Duft. Und ich kann es euch nicht sagen, was habe ich mit diesem Duft. Aber es ist keine große Liebe. Trotzdem, zum Schlafen gehen, benutze ich ihn sehr, sehr gerne. Also ich finde ihn toll. Es ist definitiv auch ein Signature-Scent-like. Für die Jenny ist es halt jetzt ein Zu-Bett-Geh-Parfüm. Ich weiß, mir geht es sehr gut, dass ich Coco Chanel zum Schlafen benutze. Aber da muss ich sagen, wirklich bringt er mich runter, beruhigt mich. Und ich habe so ein edles Gefühl irgendwie und schlafe auch mit ihm sehr, sehr ruhig ein. Also er ist für mich wirklich ein Mega-Duft zum Zu-Bett-Gehen. Aber für tagsüber bin ich mit ihm manchmal wirklich auf Kriegsfuß. Allgemein muss ich sagen, mit den Chanel-Düften werde ich nicht warm, Leute. Das Haus Chanel liebe ich, aber die Parfums von denen, irgendwie ist da immer wieder der gleiche Stempel oder DNA immer wieder drin, mit der ich nicht hundertprozentig klarkomme. Das Chanel Chance hatte ich und das war auch okay. Auch halt okay, aber jetzt auch keine riesengroße Liebe. Aber trotzdem, wie gesagt, Coco Mademoiselle, ein Klassiker, gibt es gar nichts zu sagen. Und wie gesagt, ich trage ihn sehr, sehr gern zum Zu-Bett-Gehen. Coco Mademoiselle von Chanel. Und der letzte, den ich euch heute zeige, ist auch eine riesengroße Liebe für mich. Virgin Island Water von Creed. Oh, Leute, ich liebe den. Ich liebe den. Also der ist für mich Sommer, Sonne, Karibik, Insel, Palmen, Strand, Meer, da ist Kokosnuss en masse, Limette. Also das ist wirklich Caipirinha und Pina Colada, irgendwie im Gemisch. Ich rieche Cocktails, ich rieche Strand. Wir haben Ingwer drin und den Ingwer nehme ich ein bisschen wahr, dann gibt ihm so eine leicht pfeffrige Note. Wahnsinn. Rum, Moschus, Zuckerrohr, Jasmin, wirklich auch sehr wahrnehmbar. Der ist richtig Hammer, Leute. Der gibt mir so ein Frühlings-Sommergefühl. Der macht mich wirklich happy. Und wenn der Tag wirklich nicht gut war heute und ich bin deprimiert oder irgendwas nervt mich, dusche diesen Duft und mir geht's gut. Ich strahle, ich habe gute Laune, ich fühle mich sofort versetzt auf irgendeine karibische Insel, in irgendeine Hängematte, um mich rum Palmen. Ich habe einen Cocktail in der Hand. Das ist der Vibe, den er mir gibt. Und ganz toll. Ich nehme den mega, mega gerne für abends zum Zu-Bett-Gehen. Der ist wirklich für mich die Nummer eins. Blanche kommt direkt danach, aber die Nummer eins wäre Virgin Island Water. Ich liebe ihn einfach und
Für mich ist er der ultimative Zu-Bett-Gehen-Duft. Und natürlich auch Sommerduft, den trage ich auch mega gerne draußen und auch tagsüber. Aber trotzdem, ich muss den heute mit erwähnen, weil er ist mega, mega gut. So Leute, das ist auch das Ende meiner Top 10 für die Zu-Bett-Gehen-Düfte. Ich hoffe, es war ein bisschen interessant für euch und schreibt mir doch mal in die Kommentare, habt ihr sowas auch? Benutzt ihr Düfte auch zum Zu-Bett-Gehen? Habt ihr vielleicht einen, den ihr am allerliebsten benutzt, den ich heute vielleicht erwähnt habe oder nicht erwähnt habt? Schreibt mir alles in die Kommentare. Es würde mich wirklich sehr interessieren. Ich antworte euch auch gerne und ansonsten hoffe ich, sehe euch bald wieder in einer meiner nächsten Videos. Bis dahin. Tschüss.